Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Schön, dass ihr am Start seid. In der letzten Folge haben wir einige Nebenquests erledigt. Orsama komplett abgeschlossen. Lameth getötet. Und in der heutigen Folge... Na, viel bleibt halt nicht mehr. Wir haben die meisten Sachen hier schon abgeschlossen. Wir könnten... das Gesindeviertel machen von den Elfen, also die Hauptquest weiter, oder wir reden in der Folge mit all den Begleitern. Wir pumpen die jetzt alle ordentlich hoch. Wir reden erstmal mit Morrigan. Die sollte ja ganz oben sein, oder? Ja, ja, fast. Komm, wir pumpen die jetzt alle hoch. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Weil wir sind ja schon langsam kurz vorm Ende. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Langsam kurz vorm Ende, was laber ich eigentlich schon wieder für eine Scheiße zusammen hier? Okay, was haben wir hier Schönes? Hast du noch einen Granat? Nee, leider nicht. Alistair-Puppe, Merrick Schild. Die laute Stöckchen, Bartflasche... Das sind halt all diese Geschenke, die halt super viel bringen. So. Jetzt verteilen wir die ganzen Sachen mal. Die Alistair-Puppe, die bekommt natürlich Morrigan. Ich bin euch vielleicht dankbar, oh Gott. So, die gehen wir jetzt erstmal und reden mit ihr. Ich möchte euch eine Frage stellen. Nur zu. Ich möchte wissen, was ihr von der Liebe haltet. Oh, Mensch, Morrigan. Ah, heikle Themen hier, heikle Themen. Was ich davon halte? Wir beide haben immerhin die Schlafstadt geteilt. Wir sind uns nahe, schon seit einiger Zeit. Ihr habt mich beeindruckt und mich sogar vor Flemmis beschützt, ohne Hoffnung auf eine Belohnung. Ich fühle mich seltsam, wenn ich euch ansehe. Mir gefällt dieses Gefühl der Abhängigkeit nicht. Es macht mich schwach und das hasse ich. Wenn das Liebe ist... wäre es mir wichtig, dass ihr nicht genauso empfindet. Und wenn ich euch auch lieben sollte? Dann sind wir beide dumm und müssen umgehend etwas dagegen unternehmen. Ich habe zugelassen, euch zu nahe zu kommen. Das schwächt uns beide. Aber Liebe ist keine Schwäche. Ihr hört mir nicht zu. Seid doch nicht so dumm. Es ist zu eurem Besten. Ich bin nicht wie andere Frauen. Ich bin es nicht wert, dass ihr wegen mir abgelenkt seid. Und andersherum gilt das Gleiche. Morrigan. Ihr seid es sehr wohl wert, dass ich abgelenkt bin. Ihr seid unmöglich. Wie ihr meint. Aber eines sage ich euch, am Ende werdet ihr es bereuen. Oh, süß. Ich habe etwas für euch. Das klingt recht vage. Es ist ein Ring. Bevor ihr euch jetzt sonst was einbildet, lasst mich kurz erklären. Flemmis gab mir den Ring, weil sie mich damit überall finden kann. Für den Fall, dass ich Jägern in die Hände falle. Ich habe ihn deaktiviert, nachdem wir die Wildnis verlassen hatten. Vor kurzem habe ich ihn verändert und jetzt kann ich jeden aufspüren, der ihn trägt. Ach du Scheiße. Das ist ja wie bei... wie so ein Peilsender im Handy. Ach du Scheiße, das fängt jetzt schon an so an. Morrigan, wir sind seit 10 Minuten zusammen. Ihr wüsstet also gerne stets, wo ich mich aufhalte? Ich will euch keineswegs nachstellen, aber ihr seid zu wichtig. Und wenn ihr in Gefangenschaft gerietet, wäre es damit viel leichter, euch zu finden.
Hat er noch andere Fähigkeiten? Flemeth sagte, es wäre ein Band zwischen uns, das vermutlich in beide Richtungen funktioniert. Ich habe es nie ausprobiert, aber bei so etwas hätte sie mich wohl kaum belogen. Ich wäre dadurch mit euch verbunden und ihr auch mit mir. Ich könnte euch also finden, falls nötig. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es nie ausprobiert. Vielleicht. Ah, schön. Danke für das Geschenk. Ihr, gern geschehen. Vielleicht ist er uns eines Tages von Nutzen. Naja. Das ist doch schon der vorübergehende Ehering. Man kennt's. Euer Wunsch? Euer Wunsch. Ich hätte ein paar Fragen. Ihr steckt wirklich voller Fragen. So. Flemeth ist tot. Was jetzt? Jetzt? Jetzt habe ich genug Zeit, um Mutters Zauberbuch zu studieren. Damit sie mir meinen Körper nicht irgendwann in der Zukunft stehlen kann. Denn sie wird zurückkehren. Eines Tages. Da bin ich ganz sicher. Und wenn ich mich nicht selbst schützen kann, werde ich sie eines Tages erneut aufspüren, in welchem Körper sie auch steckt. Und sie wird wieder sterben. Und immer wieder, falls nötig. Aber darüber müssen wir jetzt nicht nachgrübeln. Ich danke euch für meine Rettung und jetzt sollten wir uns wieder um die dunkle Brut kümmern, oder? Und ihr denkt darüber nach, wie ihr mir danken könntet. Ich denke, dass ich es euch eines Tages zurückzahlen werde. Keine Sorge. Minus 3, no! Morgen, du kriegst gleich noch eine Schenke reingeschmissen. Ich bin dein Sugar Daddy. Oder die Geschenke. Hier unten. Interessant. So. So und nicht anders. Noch irgendwas? Euer Wunsch? Ihr steckt wirklich voller Fragen. Okay, nö. Euer Wunsch? Bei persönlichen Dingen? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Okay, nee. Morgen haben wir an sich jetzt fertig. Alistair, wie sieht's mit dir aus? Mein Bester. Okay, da ist noch ein bisschen Potenzial. Aber ich habe ja noch dein Geschenk, oder? Ja, der bekommt die hier, oder? Warte mal, wir speichern. Auf der 4. Naja, Morgen, der Ring ist ja nicht so dolle. Von den Werten her. Daran könnte ich mich gewöhnen. Na, lieber nicht. So, Alistair. Ja, hoppala. Bevor wir weitergehen, möchte ich euch etwas sagen. Ich danke euch, dass ihr mich zu meiner Schwester gebracht habt und dass ihr danach für mich da wart und mich beruhigt habt. Ihr seid ein wahrer Freund. Ich wollte euch das nur mal sagen. Ach, Alistair, ich werde gleich rot. Ich sehe das genauso. Gut, nachdem das also geklärt wäre... Oh, da freut er sich. Nur zu. Ich habe einige Fragen. Natürlich. Okay. Ihn haben wir auch fertig. Nur zu. Sehr schön. Wen machen wir als nächstes? Oh, auf Severin habe ich gar keinen Bock, bin ich ganz ehrlich. Liliana, warten wir noch, bevor wir sie auf 100% bringen. Weil wir haben ja noch ihre Quest im Gepäck. Die machen wir dann, wenn wir in Denerim sind. Ah, der Hund ist sowieso auf 100. Wir könnten Stan noch machen.
Oder Ogwin. Ja, wir reden erstmal mit Ogwin überhaupt. Den haben wir bis jetzt außen vor gelassen. Ihr wollt euch also mit dem alten Ogwin unterhalten? Aber warum nur? Ich würde gern mehr über euch erfahren. Worüber genau? Seid ihr sicher, dass ihr es verkraftet, was mit Branka geschehen ist? Oh, natürlich. Ich komme klar. Ich meine, sie war ein echter Wirbelwind zwischen den Laken. Wenn auch ein bisschen weich im Kopf, versteht ihr? Das erklärt immerhin, warum sie gegangen ist. Ich glaube, mit allen Leuten hier im Lager wäre ich mit Ogwin persönlich am besten befreundet. Wir haben genau die gleichen Humor, ey. Ihr geht also gut damit um. Womit gehe ich gut um? Branka? Dieser Schatz ist seit langem begraben. Die Ahnen sollen mich holen. Ihr Leute hier heult wirklich wegen allem rum. Okay, plus 3 haben wir bekommen. Genehmigt euch etwas zu trinken, Wächter. Leistet mir in meinem verdammten Loch Gesellschaft. Bedrückt euch etwas. Jetzt kommt er wieder an. Branka! Nein, ich bin nur müde. Wolltet ihr über irgendetwas mit mir sprechen? Ich würde gern mehr über euch erfahren. Worüber genau? Wie gefällt euch die Oberfläche? Sie ist einfach fantastisch. Anfangs war mir ein wenig mulmig bei all dieser Luft, aber es gibt einfach so viel davon. Niemand weiß, wer man ist oder was man macht. Und dann das Bier. Wer hätte gedacht, dass man aus Getreide Bier herstellen kann? Hey, die Oberfläche ist großartig. Sie ist wie eine große, helle Welt aus Dreck ohne Decke. Genau der richtige Ort für mich. Hey, lasst uns etwas suchen, das wir erschlagen können, ja? Dieses ganze Gerede macht mich unruhig. Oh, ich liebe den Typen. Lasst mich einfach in Ruhe, Wächter. Ernsthaft. Warum? Seid ihr wegen irgendetwas aufgebracht? Aufgebracht? Ich werde nicht aufgebracht, ich werde betrunken. Wolltet ihr über irgendetwas mit mir sprechen? Ja, ich würde gerne mehr über euch erfahren. Worüber genau? Vermisst ihr Orsama? Was? Ob ich Orsama vermisse? Ihr seid nicht nur hässlich, sondern auch verrückt. Ich wurde dort wie eine Schmeißfliege behandelt. Ich werde niemals zurückkehren. Ja, ich verstehe auch warum. In Ordnung. Ei, also gut. Wie kann ich euch helfen? Worüber genau? Wie ist es, ein Krieger in Orsama zu sein? Man bekommt ein Schwert oder eine Axt und wird dann losgeschickt und soll seine Stadt verteidigen. Alles ist perfekt, bis man versucht, in der Stadt zu leben, die man gerettet hat. Was meint ihr damit? Ich meine, dass sie einen zum Töten ausbilden und einem beibringen, beim kleinsten Geräusch in Raserei zu verfallen. Und dann kommen sie mit lauter verdammten Regeln, wie diese Tornais. Die Ahnen erweisen dem mit dem stärksten Arm ihre Gunst, richtig? Was sollen dann diese ganzen Regeln, wie man zu kämpfen hat und dass man seinen Gegner am Leben lassen soll? Schwerter sind zum Töten gedacht. Er hat nicht ganz Unrecht. Ich verstehe, was ihr meint. Wenn man einem tiefen Lauerer einen Nack entgegenschleudert, erwartet man ja auch, dass er sie frisst, oder? Ach, das verdirbt mir die Laune. Habt ihr noch mehr dumme Fragen? Ja, eine ganze Menge. Ogwin, nur für dich. In Ordnung. Ei. Oder auch nicht. Also gut. Hey, Wächter, hört euch den mal an. Also, kommt dieser Mensch in eine Taverne. Dort sitzt eine Elfin und sie sagt, Ja? Also? Sie sagt, ich habe keine...
Der Typ, Alter. Oh. Umgekippt. Okay, der ist erstmal raus. Ah ne, doch nicht, steht wieder auf. Ihr da, ihr habt wirklich Nerven, hierher zu kommen. Das ist mein Lager, Ogwin. Oh nein, so nicht. Ihr könnt nicht einfach hier reinrauschen und einfach so das Lager des Wächters übernehmen. Ich werde mit meiner verdammten Waffe gegen euch kämpfen, ihr mooskauende Dichterin. Ihr haltet mich für Hespeth. Ich durchschaue eure Tarnung, Weib. Ja, genau. Seht mich nur weiter so an. Ich hole nur eben meine Hose von diesem verdammten Hund. Oh Mann, ey. Komm, wir geben ihm erstmal was. Ein schönes Geschenk. Eine Bartflasche, da freut er sich doch sicher. Da würde sich mein Vater auch freuen. Bei meinen Ahnen, das ist ein wundervolles Geschenk. Ja, Mann. Warte mal, wir haben da noch mehr Alkohol im Petto. Noch mehr Geschenke haben wir hier. Mutzige Hose. Hier, William Spezialgebräu. Über Wein wird er sich nicht so freuen, denke ich mal. Mehr Alkohol haben wir nicht? Okay, da bin ich ein bisschen enttäuscht jetzt. Ich dachte, wir hätten viel mehr Alkohol. Bei meinen Ahnen, das ist... Ah, warte mal. Ich lade noch mal. Also mal keine Stufe aufsteigen, der Hund vielleicht. Ja. Da seid ihr ja. Ich möchte mit euch sprechen. Worüber? Ihr und ich, wir haben... Ihr wisst schon. Manchmal verbringt man etwas Zeit mit... Leuten und... Ogwin, das wird doch gleich pervers. Aber ich liebe euch auch. Ich? Was? Behaltet eure Hände da, wo ich sie sehen kann. Sowas kann sich ein Mann nicht mit einem Freund unterhalten, ohne dass es gleich merkwürdig wird. Mann, war doch nur Spaß. Ich wollte euch nur um einen Gefallen bitten. Und dann müsst ihr damit anfangen. Ein Gefallen? Was meint ihr? Ich dachte... Also, ich kenne ein paar Leute hier auf der Oberfläche. Eigentlich geht es um ein Mädchen, das ich in Orsamar kannte, bevor ich fortgegangen bin, natürlich. Wer ist sie? Ihr Name ist Filzi. Sie und ich, wir waren... Freunde, nachdem Branka in die tiefen Wege gegangen ist. Freundschaft plus? Ich bin mir sicher, sie hat mir inzwischen verziehen. Netflix und chill. Ich dachte, ich könnte sie mal besuchen und sehen, wie es ihr ergangen ist. Moment, ihr habt Branka betrogen? Ich soll sie betrogen haben? Diese eisenschenkelige Fuchtel hatte mich schon längst verlassen. Und sie hat mich mit dieser Schlampe Hespeth betrogen. Das habe ich zwar erst später herausgefunden, aber trotzdem. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Wie auch immer. Vor einem Jahr ist sie zur Oberfläche aufgebrochen und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Warum ist die fortgegangen? Was? Warum fragt ihr mich das? Ich habe überhaupt nichts getan. Ich wollte sie schon in der Taverne besuchen, als wir letztes Mal am Kenenhardt See waren, aber sie war nicht bei der Arbeit. Angeblich war sie zu Hause bei ihrer kranken Mutter. Ich dachte, oh. Die Ahnen wollten mir damit etwas sagen, aber ich musste trotzdem weiter an sie denken. Ja, wir können sie aber besuchen gehen. Ihr seid ein echter Freund, Wächter.
Ich werde an euch denken, wenn wir jemals... Nein, das wäre wirklich unschön. Also, was wolltet ihr sagen? Ich würde gerne mehr über euch erfahren. Worüber genau? Das war's. In Ordnung. Ei. Warte also mal, gut. Bringt er mir schon bei, wie man kämpft? Für euch nehme ich mir die Zeit. Ah, danke, Mann. Könnt ihr mir lehren, wie man kämpft? Beziehungsweise wie ihr kämpft? Ihr wollt ein Berserker werden? Ja, Mann. Ha, dass ich das noch erleben darf. Hey, ich unterrichte euch. Aber ihr müsst dafür bereit sein. Als Berserker müsst ihr euch eurem innersten Zorn stellen, dem Kampfgeist die Kontrolle überlassen und so weiter. Dahinter stecken Unmengen an philosophischem Mist. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach. Werdet unfassbar wütend und erschlagt Dinge. Gut, dann unterrichtet mich bitte. Ich kann euch erzählen, wobei sich mir die Nackenhaare sträuben. Aber niemand kann euch sagen, was die Raserei in euch auslöst. Das müsst ihr selbst herausfinden. Wenn ihr das geschafft habt... Ich kann euch sagen, die Damen lieben es, wenn man plötzlich grundlos wütend wird. Glaubt mir. Naja, Ogwin. In Wirklichkeit ist das nicht so. Ihr lernt schnell, Wächter. In euch muss sich seit langer Zeit etwas angestaut haben. Oh ja. Erzählt mir mehr über Berserker. Was verdammt gibt es da zu erzählen? Ihr werdet wütend, stürzt euch in den Kampf und irgendwas überlebt das nicht. Ganz einfach. Das Schwierige daran ist, seinen Zorn zu spüren. Wir alle lernen, ihn zurückzuhalten. Deshalb erschlagen wir ja auch nicht jeden Staubfresser, der uns schief ansieht. Davon müsst ihr euch lösen. Bei manchen genügt es, wenn sie einfach kämpfen. Andere müssen an etwas denken. An Gewalt, Monster, Adlige, Ehefrauen, was auch immer. Mhm. An Ehefrauen? Ei, vor allem an meine. Warum sollte man auf diese Weise kämpfen wollen? Warum nicht? Wenn man kämpft, wird man wütend. Beim Stein, es ist einfach eine verdammte Taktik, um euren Gegner rasend zu machen, damit er einen Fehler begeht. Berserker greifen nach dieser Wut und trinken sie wie ein kühles Bier. Dann wenden wir sie gegen unsere Gegner und genießen das Chaos, das wir anrichten. Und das schafft man einfach dadurch, dass man wütende Gedanken entwickelt? Bei den meisten Berserkern schon. Vor ein paar Jahren habe ich allerdings mal mit einem zusammengearbeitet, der einfach nicht wütend werden konnte. Wir mussten ihm ins Gestein treten, um ihn rasend zu machen. Danke, dass ihr mich unterrichtet habt. Auf bald. Ei, also gut. So, jetzt kann ich endlich mal die Scheiße lernen. Meine Punkte hier verballern, hier Berserker. Ich muss noch den Plünderer finden. Den könnte mir vielleicht Stan beibringen. So, wir warten erstmal hiermit. So, Veteran. Ogwin bekommt noch ein Geschenk, ein schönes. So, hier unten. Das kann ich schaffen. Sehr schön. So, Stan, jetzt bist du dran, mein Bester. Über was würde der sich freuen? Stöckchen. Totengebete der Kunari. Ich bin beeindruckt. Hab Dank. Und noch ein Geschenk hinterherkommen. Ich danke euch. Immer wieder gern. Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Danke, würde ich sagen. Gern geschehen. Möchtet ihr mir jetzt vielleicht erzählen, warum man euch eingesperrt hat? Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist. Ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst. Was genau ist geschehen? Ich habe euch bereits erzählt, dass ich hierher geschickt wurde. Und ich war nicht allein. Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen.
und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Sie kamen von überall. Aus der Erde, unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Und was ist mit den anderen Kunari geschehen? Man hat mir gesagt, dass es keine weiteren Überlebenden gab. Ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Toten auf dem Schlachtfeld lag. Und auch nicht, wie die Bauern mich gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bei meinen Brüdern war, als ich erwachte. Und dass mein Schwert nicht mehr in meiner Hand lag. Ihr habt es vermutlich auf dem Schlachtfeld fallen lassen. Vielleicht. Ich habe danach gesucht. Und weil ich erfolglos war, habe ich meine Retter gefragt, was damit geschehen ist. Wussten die Bauern, wo es war? Sie sagten, sie hätten nichts bei mir gefunden. Habt ihr ihnen geglaubt? Ja. Ich wusste, dass sie das Schwert nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, mich anzulügen. Ich geriet in Panik und habe sie niedergestreckt, ohne nachzudenken. Es ist nur ein Gegenstand, Stan. Ihr könnt euch jederzeit ein anderes Schwert besorgen. Hat euer Volk keine Seelen, wie wir sie kennen? Wie angenehm für euch. Dieses Schwert wurde allein für meine Hand gefertigt. Ich habe es seit meiner Aufnahme bei den Beresat getragen und sollte es bis zu meinem Tod für mein Volk schwingen. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unbewaffnet durchqueren und dem Arishok Bericht erstatten könnte, würden die Antam mich augenblicklich niederstrecken. Sie würden erkennen, dass ich ein Seelenloser bin, ein Deserteur. Kein Soldat würde sich von seiner Klinge trennen, solange er noch atmet. Könntet ihr nicht danach suchen? Wenn ich wüsste, wo ich suchen muss, läge es bereits wieder in meiner Hand. Wo habt ihr gegen die dunkle Brut gekämpft? In der Nähe von Lothering. Keine Sorge, wir werden es finden. Auch wenn diese Worte leer sein sollten, danke ich euch dafür. So, mit den restlichen Mitgliedern reden wir dann später. Liana ist eh fast fertig. Ogwen und Stan, die sind danach fertig, glaube ich. Zum Großteil, nach den beiden Quests. Alistair und Morgan sind ja fertig. Vin, Shale und Sephiroth, die machen wir dann später mal. Ja, wir wollen jetzt nicht alles auf einmal machen. Unbedingt, der Tat. Ja. Oh nee, Alistair, du bist mal hier. Und wir nehmen Ogwen mit. Wir machen ja eh seine Quest jetzt. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Zum Teufel. Ah, ich glaube im Wald, oder? Bloß hier im Wald. So, zum Hafen des Kelenhardsees. Ach nee, wir sind hier unten bei Flemeth. Okay, stimmt ja. Alzheimer des Grüßen. Oh, das ging ja recht unerwartet schnell. Eine Ablenkung. Lied des Mutes. Ja, wir lernen mal die Lieder. Dann kriegen wir bessere Boni. Ogwen. Ah, lassen wir mal noch offen. Erbauer, schenke den Seelen der Templer und Magier, die für den Zirkel ihr Leben ließen, die ewige Ruhe. Mögen sie in Frieden ruhen.
Naja. So viel dazu. Aber darum geht es doch. Nehmt dies. Ihr habt es euch verdient. Nicht mehr als Spiel. So, haben wir neue Quests? Wie ihr wünscht. Perfekt. Ihr, ich. Was machen die da hinten? Ich werde mit ihr reden. Und ihr gebt mir Rückendeckung, in Ordnung? Ja, Mann. Selbstverständlich. Danke, Wächter. Los, holt sie euch. Befreit mich einfach von ihr, wenn sie sich auf mich stürzt. Wir wollen hier ja keine Szene machen. Lasst euch damit vielleicht doch ein wenig Zeit. Eine kleine Szene kann ja nicht schaden. Bist du sicher, dass du keine Metzgerin bist? Du hast nämlich zwei verdammt appetitliche Keulen. Ogryn, bist du das? In Fleisch und Blut, Kleine. Was machst du hier? Ich versuche nur bei einem Krug Bier ein wenig auszuspannen. Der Kampf gegen die Dunkle Brut ist verdammt harte Arbeit, musst du wissen. Du kämpfst gegen die Dunkle Brut? Der Mann, der vor dir steht, hat fast im Alleingang eine ganze Armee Golems ausgeschaltet. Das war natürlich nicht ganz leicht, aber es war ein persönlicher Gefallen für den König von Orsamar, wenn du verstehst. Dir steht die ganze Oberfläche offen und du kommst ausgerechnet in meine Taverne? Ogwen zuflüstern. Sagt ihr, das ist Schicksal. Was? Oh, natürlich. Das ist Schicksal, Felsi, was soll ich sagen? Schicksal? Dann haben die Ahnen einen seltsamen Sinn für Humor. Natürlich haben sie den. Hast du dir mal Lady Helmi angesehen? Wenn ihr Gesicht nicht ein schlechter Witz der Ahnen ist, dann bin ich der Arsch eines Bronto. Nun, dann muss Lady Helmi ja ein Paragon der Schönheit sein. Ogwen zuflüstern, sagt ihr, dass ihr ständig an sie denken musstet. Ich musste ständig an dich denken, Felsi. Was willst du, Ogwen? Nichts, ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Und vielleicht ein wenig den Bronto schmieren. Verstehst, was ich meine. Der Trottel. Schön, jetzt hast du mich gesehen. Und wegen des Brontos musst du wohl zurück nach Orsamar. Ob die Lüge klappt? Verdammt. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verschwenden, Ogwen. Die Königin erwartet uns. Oh, braucht die Königin einen neuen Hofnarren? Also gut, Felsi. Es hat Spaß gemacht, aber ich sollte jetzt gehen. Ihr geht schon? Ogwen, du bist gerade erst angekommen. Ich hab dich noch gar nicht als Schachtratte beschimpft. Ich darf den Erzdämon nicht warten lassen. Wenn wir seine Gefühle verletzen, bläst er vielleicht diese ganze Verderbnis ab und geht nach Hause. Und das will doch keiner. Aber du musst ihn doch nicht jetzt sofort bekämpfen, oder? Für einen Krug ist doch noch Zeit. Du könntest mich einen mürrischen Bronto nennen und ich könnte dir sagen, dass du wie Nacktdreck stinkst. Hör zu, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber wenn alles geregelt ist, komme ich auf einen ordentlichen Schluck zurück, du frigider Tiefenlauerer. Schön, aber wehe, du lässt mich warten, du wertloser, verkupferter Schwertkastling. Das würde ich mir nie erlauben. Ja. Bin einfach ein geiler Sidekick. Gefährten. Haben wir abgeschlossen, oder? Ja. Warte mal, wir gehen mal schnell zum Händler. Vielleicht hat der noch ein Granat. Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Was kann ich heute für euch tun? Möchte was trinken? Natürlich. Was hättet ihr gerne? Ein Granat. Komm, du hast einen. Nee, hat er nicht. Verdammt. Na, dann bin ich wieder weg. Okay, Leute, das Spiel ist abgestürzt. Wir sehen uns gleich wieder.
So Leute, da bin ich wieder. Sorry für den kleinen Schnitt. Aber wie gesagt, das Spiel ist abgestürzt. Frag mich warum. War das jetzt das zweite Mal? Im kompletten Run? Ich musste jetzt den Spielstand hier mehrmals laden in dem Gebäude. Weil das ist insgesamt, ich glaube, viermal abgestürzt an der Stelle. Keine Ahnung warum. Aber jetzt hat es plötzlich funktioniert. Ihr habt auch nichts verpasst. Hier kam keine Cutscene mehr oder so. Glücklicherweise. Und die Quest ist, glaube ich, auch abgeschlossen. Ja. Den neuen Codex bekommen, oder? Questbezogen, ja, braucht ja kein Mensch. Charaktere. Ogwin. Ogwin schätzt es sehr, seine Gaumen mit Getränken anzufeuchten, die ständig an Seltenheit und Stärke zunehmen. Ja, mittlerweile fast schon tödlich sein müssten. Gebracht hat es ihm bisher allerdings überhaupt nichts. Stan. Er war mit einer kleinen Gruppe von Kunari-Soldaten losgeschickt worden, um die Verderbnis auszukundschaften und dann Bericht zu erstatten. In der Nähe von Lothering wurden sie von dunkler Brut überfallen. Sie konnten sie zurückschlagen, aber nur Stan überlebte. Er lag im Sterben, als Bauern ihn fanden und mitnahmen. Als er aufwachte, allein und ohne Waffen, geriet er in Panik und tötete die gesamte Familie. Oh, das ist eine Karma. Er erkannte, dass seine Ehre damit dahin war, wartete auf die Dorfbewohner und ergab sich in Erwartungen seines Todes. Die Quest machen wir als nächstes, würde ich sagen. Man muss hier wahrscheinlich hin und her reisen, um Lothering herum, bis man zufällig das Gebiet erwischt. Mit der dunklen Brut. Oder auch nicht. Wir reisen mal nach Dorf Redcliffe. Ja. Hier ist die Klinge nicht, oder? Genau so wird es geschehen. Aber selbstverständlich. Wie ihr wünscht. Naja, die werden wir schon irgendwann finden, hoffentlich. Ich bin erfreut. So, warte mal. Wir wechseln die Gruppe. Ogwin kommt raus. Dein Donnerkiesel! Und wir holen Alistair rein. Wenn es mal funktionieren würde. Alistair! Ach, der Hund ist schon drin, deswegen. Ja. Okay, dann auf zur Burg.
Dann gehen wir direkt zu einer Quest hier. Ja, da unten. Dann gehen wir direkt den Aal E-Mail Bescheid. Und wir brechen auf. Wir sind euch äußerst dankbar für eure Bemühungen. Das sagen sie alle. Okay, keine neuen Quests. Und hier? Genau so wird es geschehen. Unbeabsichtigte Konsequenzen. Eine dringende Bitte von Bruder Bait. Etwas durchstreift die Wildnis und beseitigt die guten Händler, die unsere Städte in diesen schwierigen Zeiten unterstützen. Man möchte annehmen, dass sich die Kirche genau für solche Fälle die Hilfe durch die Templer versichert. Aber jene geben nicht viel auf die Bitte eines einfachen Bruders. Ich verstehe ja, dass sie sich um die dunkle Brut und die ständige Bedrohung durch unkontrollierte Magie kümmern müssen. Aber sollten sie nicht auch für das einfache Volk da sein? Woher dieses Ding auch kommen mag, welche Macht es auch freigesetzt hat. Jemand muss die Straßen wieder sicher machen. Wir wissen nur, dass er sich weder um ein Tier noch um einen Banditen oder gar dunkle Brut handelt. Wenn es jemand wagt, biete ich dafür meine Habseligkeiten als Belohnung. Naja, werden wir unterwegs irgendwann mal treffen, denke ich mal. So, Al-Imen, meine Truppen sind versammelt. Wir können aufbrechen. Sehe ich es richtig, dass ihr sämtliche möglichen Verbündeten gewinnen konntet? Das ist gut. Wenn ihr bereit seid, können wir nun das Landding einberufen. Ich möchte Logan eigentlich keine Zeit zum Nachdenken geben. Aber das liegt an euch. Ich werde nicht ohne euch nach Denerim gehen. Gib mir noch etwas Zeit. Wie ihr wünscht. Es dauert ohnehin ein wenig, bis die Nachricht sich verbreitet hat, und ich werde bis dahin meine Truppen organisieren. Sagt mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Bis dahin steht Radcliffe zu eurer Verfügung. Ja, ich wollte eigentlich nur speichern. Quatsch mich mal nicht voll. Wenn ihr soweit seid, brechen wir Richtung Denerim auf. Auf geht's. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Landing war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er muss sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt?
Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin. Und ich führe ihre Armeen. Was ist mit seiner Stimme passiert? Ist er heiser oder was? Erkältet? Braucht einen Bonks? Angesichts von Ostagar brauchen wir womöglich einen besseren General. Ah, der Rekrut der Grauen Wächter. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Es ist bedauerlich, dass sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Ich nehme von Deserteuren und Königsmördern kein Beileid an. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats, ganz gleich, wer sie äußert. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite. Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hofe, Eamon. Erkennt ihr Randon Howe nicht, Arl von Amaranthine und Taryn von Hyever? Und seit Uriens beklagenswertem Schicksal bei Ostagar auch Arl von Denerim. Ein wahrhaft peinlicher Überfluss. Genießt diesen Moment, Arl Howe. Er wird schon bald vorüber sein. Es ist entweder tollkühn oder sehr dumm von euch, den Taryn vor Zeugen zu bedrohen. Genug, Kathrin. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden, Eamon. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Welches Vorgehen? Ihr habt die Grauen Wächter zu Verbrechern erklärt. Kaelin vertraute auf die Stärke der Grauen Wächter gegen die dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharyn-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Oh, mehr muss ich nicht tun? Nur keinen Druck. Der Kaiser von Orlé dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Die drei Zipfelklatscher. Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Warum tut er das? Das weiß nur der Erbauer. Vielleicht ist er wahnsinnig. Ich dachte, eher fliegen Schweine, bevor Logan McTeer sich gegen unseren König stellt. Kennt ihr Logan schon lange? Als meine Schwester König Marek heiratete, war er noch im Exil. Er und Logan waren damals untrennbar. Der wilde Prinz, der noch nie ein Schloss von innen gesehen hatte, und der Bauernsohn, der angeblich die Wiedergeburt eines alten Generals war. Als Logan sich Mareks Rebellen anschloss, war er nur ein magerer Junge. Aber er fiel auf die Knie und schwor, er würde Ferelden befreien oder bei dem Versuch sterben. Und jetzt tötet er Mareks Sohn und stiehlt seinen Thron. Und lässt sich mit einem Blutmagier ein, um mich zu vergiften. Das ist schwer zu verkraften. Die Kirche hat wohl recht. Macht korrumpiert. Logan ist der lebende Beweis. Ich hätte nie geglaubt, dass er je etwas tun würde, was nicht im Interesse Fereldens liegt. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Ja? Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum.
Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Ja. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Ja, hast du gerade eben schon gesagt. Überlegen wir uns unseren Plan für das Landing. Bruder, hast du Alzheimer? Immer diese Rentner. Bandatenträger, Erfolg freigeschaltet. Und ein Codex aktualisiert. Al-Imen. Wieder gesundet, berief Imen ein Landwing ein, um mit dem Ziel Loghains zu entmachten und Alistair auf den Thron zu setzen. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir fangen unten an. Da geht's raus. Gehen wir hier lang. Den Begleitern reden wir jetzt erstmal nicht. Stimmt es, dass unter den Besuchern des Arzts auch ein Prinz ist? Für mich sah keiner von denen wie ein Prinz aus. Oh, der arme Alistair. Der wird nur gemobbt. Und hier ist der letzte Liebesbrief, glaube ich, oder? Du hast 12 Liebesbriefe gefunden. Ja. Geil. Liliana und Severin. Wer bist du denn, Denol? Hoffentlich ist die Unterkunft nach eurem Geschmack, Wächter. Naja. Lasst mich wissen, wenn euch etwas stört. Neuer Kodex. Die freien Marschen. Die freien Marschen sind kein Königreich. Ja, Was? Die freien Marschen sind kein Königreich. Ja, nicht einmal ein Land im klassischen Sinn. Die Leute da draußen sind auch nur ungern mit dem Wort Marschbewohner zusammenzufassen. Es handelt sich vielmehr um eine Ansammlung unabhängiger Stadtstaaten, die sich nur zusammentun, wenn es ihnen beliebt. Ähnlich wie das Bannorn vor der Ankunft von König Caelan hat. Aus diesem Grund haben die freien Marschen auch keine Hauptstadt und eine gemeinsame Regierung existiert nur sporadisch. Ähnlich wie ein Landfing in Krisenzeiten. Ich kam gerade rechtzeitig zum großen Tornei in Tattervale an. Ein wahrlich imposanter Anblick. Raue Gesellen der Avar maßen sich mit Chevalieren aus Orlais. Reiter aus Anderfels kauften Kavalierpferde aus Nevara. Handwerker aus Antiva boten ihre Waren Magiern aus Tiefwinterfeil. Ganz Feders war da. Aber noch einer? Notizen. Ach so, diese Liebesbriefe. So, rechts waren wir, jetzt geht's nach links. Hier ist Orgwin. Der sucht schon wieder was zu essen. Der alte Fettsack. Genau so wird es geschehen. Findest du, dass noch Gewürze fehlen? Gullion? Meine Mutter sagt, alle Elfen haben den Tripper. Was, den Tripper? Alle Elfen haben den Tripper, was? Hier ist noch ein Buch. Helena. Festtagsfisch. Flockiger Makrelenpudding, 2 Stauden Sellerie, eine grüne Paprika, 1/2 Pfund pochierte Makrele, eine kleine Zwiebel, fein zerhackt, 2 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel gemahlener Antiva-Pfeffer, 1/8 Teelöffel getriebene Muskatnuss, eine Prise gemahlener Kardomansamen, 2 aufgeschlagene Eier, 2 gekochte Eier in Scheiben zum Garnieren. Ich will dir noch sagen, bevor du es in deine... Ich halte dein Maul da hinten. Quatsch mir nicht voll. Agatha. Von Monte. Das Agatha. Ist noch nicht fertig. Also du auch hier. Ja, Monte hat du schlecht bezahlt wahrscheinlich. Oh, der wollte Extradienste. Zeig mal Achseln. Zeig mal Füße. Da hat Agatha nicht mitgespielt. So, gehen wir weiter. Zofe, wer bist du? Entschuldigt mich. Ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Seid ihr aus Denerim? Nein, ich komme aus Radcliffe. Lady Isolde hat mich letztes Frühjahr hierher gebracht, als ihre Kammerzofe. Aber ich habe hier Familie.
Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Ja, warte mal, ich wollte eigentlich nur flirten. Verdammt. Chance vertan. Schönes Bild. Okay, da ist Al-Eamon. Hier ist mein Hundimutz. Morrigan, Stan, zwei Bücher, scheiße. Das Banorn. Das zentral gelegene Tal von Fuelden war schon immer ein Paradox. Kein Bane besitzt für sich betrachtet mehr als ein paar Dutzend Quadratmeilen Ackerland. Aber zusammen untersteht ihnen ein größeres Gebiet als das sämtlicher Tyrants und Aal zusammen. Diese Ansammlung unabhängiger Banes ist bekannt als Banorn und bildet das Herz der Politik von Fuelden. Niemand saß je auf dem Thron von Fuelden ohne die vorherige Zustimmung des Banorn. Königin Fionn, die das Pech hatte, den Thron im 18. Jahr des Zeitalters des Stahls zu besteigen, schrieb über das Banorn: Allein in diesem Jahr wurden 3 Kriege wegen missglückter Heiratsplanungen ausgetragen. Dazu 5 wegen Wolle und einer wegen eines Apfelbaums. Dabei ist noch nicht mal Winter. Es ist zu glauben, dass dieselben Banes, die sich jetzt fortwährend umbringen wollen, mir erst letztes Jahr gütlich vereint die Krone zugesprochen haben. Na komm. Parvolen, der besetzte Norden. Im 30. Jahr des Zeitalters des Stahls wurden die ersten Schiffe der Kunari vor der Küste von Parvolen gesichtet. Weit im Norden. Damit begann ein neues Zeitalter des Krieges. Historisch als erster Kunari-Krieg bezeichnet, war es vielmehr ein recht einseitiges Blutbad, in dessen Verlauf die Kunari weit ins Landesinnere vordrangen. Die Krieger der Kunari in ihren glitzernden Rüstungen aus Stahl pflügten mühelos durch ganze Armeen. Sie hatten Kanonen, wie sie unsere Vorfahren noch nie gesehen hatten. Die Stadtmauern binnen Sekunden in Geröll verwandelten. Ich kann schon nicht mehr lesen, ey. Holy shit. Manchen Tagen zweifle ich an mir selbst. Die Geschichte über die Besetzung durch die Kunari sind sehr unterschiedlich. Es heißt, sie hätten Familien getrennt und Gefangene in sogenannte Ausbildungsstätten geschickt, wo ihre Religion vermittelt wurde. Wer sie nicht annehmen wollte, verschwand in Minen oder Baustellen. Doch für jeden Bericht voller Leid gibt es auch einen über Erleuchtung durch etwas, das Kuhn genannt wird. Es handelt sich dabei entweder um einen philosophischen Ansatz oder ein niedergeschriebenes Regelwerk. Vielleicht auch beides, das alle Lebensaspekte der Kunari bestimmt. Ein konventierter Serona sagte, er habe Mitleid mit allen, die das Kuhn nicht annehmen, als hätten die Eroberer ihn zu einer Art Selbsterkenntnis geführt. Mein ganzes Leben lang war ich dem Erbauer gefolgt, wohin sein Weg mich auch geführt hatte, so schrieb er, aber mit dem Kuhn gehe ich nur meinen eigenen Weg. Man sagt, ein Volk könne man viel besser mit einem Buch auslöschen, als mit einer Klinge. Zum Glück beugt sich ein Volk, das 4 Verderbnisse überstanden hat, nicht ohne weiteres einem fremden Aggressor. Und so begannen die erhabenen Märsche. Der größte Vorteil der von der Kirche angeführten Streitkräfte war der Zirkel der Magi. Trotz all ihrer Technik hatten die Kunari augenscheinlich eine große Abneigung gegenüber Magie. Die Kirche antwortete auf Kanonen mit Blitzen und Feuerbällen. Die Armee der Kunari waren kleiner als die der Menschen. Bei Panas Pel gab es auf beiden Seiten so hohe Verluste, dass der Schleier dauerhaft Schäden erlitt und dort noch heute ruhelose Leichen die Ruinen durchstreifen. Mit jedem Jahr trieb die Kirche die Kunari ein Stück weiter zurück, doch es erwies sich als schwierig, die zum Kuhn konvertierten später wieder auf Andrastes Lehren einzuschwören. Am Ende des Sturms, Zeitalter, waren die Kunari endgültig vertrieben. Rivain blieb das einzige Menschenland, das die Religion der Kunari auch nach der Befreiung beibehielt. Und seine Herrscher handelten einen Friedensvertrag aus. Die meisten Länder unterzeichneten das Abkommen von
Ach, keine Ahnung, Glimoen. Mit Ausnahme von Tiewinter. Es ist ein brüchiger Frieden, der allerdings bis heute gehalten hat. Okay, hier ist eine Truhe. Mach mal auf. Botten. Ah, Wächter. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Ja, alles wunderbar. Naja, aber eigentlich hatte ich auf Seidenlaken und kandierte Trauben gehofft. Warum stellen wir nicht erst sicher, dass Logan uns nicht alle hinrichten lässt und kümmern uns danach um die Siegesfeier? Das ist Erlina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Du Hilfe? Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. Sie arbeitet für Logans Tochter. Sie ist eine Spionin. Köpft sie, die alte Hexe. Ich bin wegen Logans Tochter hier, nicht ja. Wegen Logan. Die Interessen der beiden sind nicht mehr so ähnlich wie früher. Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihren Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Ich sehe immer noch nicht, wie wir dabei helfen können. Sie geht also zu Hau. Dass die Königin den neuen Arl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Kommt endlich zum Punkt der ganzen Sache. Sie wissen jetzt, dass sie eine Bedrohung für die Macht ihres Vaters darstellt. Ich glaube, dass ihr Leben in Gefahr ist. Hau hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Arl Eamon daran schuld wäre. Würde Logan seine eigene Tochter töten, um Eamon etwas anzuhängen? Wir haben wohl keine Wahl und müssen Anora vertrauen. Die Königin ist beliebt. Wenn Logan mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Was schlagt ihr also vor? Ich habe einige Uniformen. Arl Hau stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang. Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Na super. Danke, Wächter. Wir sollten uns beeilen. Ich hab noch gar nicht zugestimmt. Okay, hier ist Alistair, hier ist noch ein Buch. Meditationen und Oden an die Bienen, was? O hübsches Fräulein des Gartens, Alessa von Geißblatt und Rosen. Verzeiht, dass ich, müde des Wartens, euch hier bedringe voller Tosen. Euer Werk ist viel zu wichtig, als dass einer wie ich es stört. Es steht mir nicht zu, das ist richtig. Dass mich eine Honigbiene erhört, war ein Narr, diese Blumen zu pflücken, auch wenn's für unsere Herzensdame war. Binnen Stundenfrist werd ich mit anderen euch beglücken, doch nur, wenn ihr mich lasst, ganz klar. Hört zu, o Wanderer, wenn du durchschreitest im Frühling die Gärten, gib Acht, denn die stechenden Gärtner können dies als Angriff werten. Anonymous. Eine Scheiße hier wieder, werde hier voll gebombt. Genau so wird es geschehen. Aber auch wirklich genau so. Noch hier im Buch? Nö, doch da, verdammt. Hier ist noch eine Truhe. Mach mal auf. In Ordnung. König Merrick Taryn. Ich kann die Namen nicht aussprechen, an manchen Tagen schon, an manchen wieder nicht. Es ist schwierig, den Mann vom Mythos zu trennen. Als letzter Vertreter der Blutlinie von König Kaelin hat, den silbernen Ritter, vertrieb Merrick die Orlesischen
Streitkräfte aus Fuelden, beanspruchte den Thron für sich und befreite unser Volk von der Tyrannei der Fremden. All das ist wahr und überlebensgroß. Geboren wurde er in der Nähe von Katals Übergang. Seine Mutter war die Rebellenkönigin Moira. Er wuchs in Rebellenlagern auf, ein Gesetzloser im eigenen Land. Nach dem Tod der Rebellenkönigin erbte Marik sozusagen ihre heimatlosen Adligen, die Unzufriedenen und die enteigneten Grundbesitzer und stellte daraus mit Hilfe seines Freundes Loghain MacTyr eine Armee zusammen. Nach der Entscheidungsschlacht am Dane bestieg Merrick den Thron. Er heiratete Rowan, die Tochter von Rendon Green, dem Aal von Redcliffe, und begann mit dem langwierigen Prozess, alles wieder aufzubauen, was Orlais in 70 Jahren Besatzungszeit zerstört hatte. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir die Part an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge von Dragon Age Origins. Haut da rein!